Unsere Stimme und unser Atem bieten allein durch ihren Klang genügend Informationen, um herauszufinden, ob wir gesund sind. Das Startup-Unternehmen VoiceMate hat eine App entwickelt, die auf stimmlichen Biomarkern basiert und mit einem Smartphone oder Tablet einen Lungentest durchführen kann, um die Gesundheitsvorsorge zugänglicher zu machen. So we are leveraging particularly vocal biomarkers. Wir nutzen also vor allem stimmliche Biomarker, also Veränderungen in der Atmung, die darauf hinweisen können, dass sich ein Zustand oder eine Situation verschlechtert oder verbessert. Eines unserer Produkte misst insbesondere die kardiorespiratorische Gesundheit, also das Fitnessniveau. Um das Ergebnis der Leistungsfähigkeit zu erhalten, muss man dreimal vor dem Smartphone ein- und ausatmen. Die Technologie hinter unserem Produkt basiert auf künstlicher Intelligenz. Es gibt verschiedene Algorithmen, die VoiceMate entwickelt hat, um diese Audiodateien zu analysieren. Sie säubern zunächst einmal den Ton, erkennen die richtigen Biomarker und geben dann das Ergebnis in Sekunden schnell an den Nutzer weiter. Wir haben im Laufe der Zeit einen Datensatz aufgebaut, der sowohl mit Krankenhäusern, klinischen Studien als auch mit realen Datenerhebungen durch unsere Anwendung erstellt wurde. In den meisten Fällen wird die VoiceMate Fitness App in bestehende Apps integriert, meist von Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden im Rahmen eines Präventionskonzepts auch Fitnessprogramme oder Ernährungstipps anbieten. Ein Kundenbereich ist das Wohlbefinden im Unternehmen, also alles, was mit den Mitarbeitenden zu tun hat, um Fehlzeiten zu reduzieren und sicherzustellen, dass sie gesund sind. Ein zweiter Bereich ist eher mit Fitness verbunden. Eine dritte Art von Anwendungsfällen bezieht sich auf chronische Atemwegserkrankungen wie Asthma oder COPD. Wir haben auch noch ein anderes Ziel vor Augen, das liegt allerdings noch in der Zukunft. Wenn unsere Technologie ein Stadium in unserem Datensatz erreicht, in dem wir wirklich über die Überwachung hinausgehen können, dann würden wir gerne ein Szenario schaffen, in dem wir sogar Lungenkrebs oder jede Art von Lungen- oder Herzerkrankung diagnostizieren können. Any type of condition that relate lungs or heart.